2018, ja, ist ein bisschen her, wie gesagt. Also, so, also nicht lang. Entschuldigung. Ja, stimmt. Craig. Also. Craig bleibt immer gleich. Ja. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortec entworfen, aber er wurde von euch erbaut. Von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Guten Morgen! Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Ja, ich will nur ganz kurz. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Wort 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch ich will die vom Anfang wieder. Sie haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Achso, ich hätte einmal. Okay, gut, alles gut. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Die macht mir so ein bisschen Angst. Die machen mir alle so voll Angst. Die sind alle voll die Bree Bandicamps. Ach, ich bin jetzt schon einmal durch. Wie habe ich meinen Charakter so hübsch bekommen? Können wir doch meinen Charakter nehmen? Ich weiß nicht. Können wir, also. Ach, ah ja, okay, wartet. Okay, abbrechen. Ich würde vielleicht, also, die macht mir zwar ein bisschen Angst, aber ich glaube, die kriege ich hin. Ich bin schon als OP-Rist. Ein OP-Rister. Oh, wartet mal. Können wir... okay, wartet.
Was passiert hier? C. Ich bin natürlich rosig, ja? Typ. Gegerbt. Cool. Ich bleib bei cool vielleicht. Ja, doch. Typ. Oh, ich weiß wieder. Oh. Vorspringend. Okay. Ich meine, vorspringend 1 haben wir, glaube ich, gerade, oder? Ich finde vorspringend 2 schon mal schöner. Also ja, ja, rosig, alles danke. Ich wollte T. Römisch. Nee, römisch ist nicht so meins. Markant. Ja, ich weiß nicht. Hübsch. Hübsch ist doch, hübsch will ich. Ihr wisst ja, ich bin immer oberflächlich in RPGs. Also. Ja, ich glaube aber vorspringen. Warte mal, wie können wir denn. Ja, ja, annehmen. Oh. Oh, warte mal. Nee, nee, die springt wirklich ein bisschen vor. Hä, die springt wirklich ein bisschen vor. Was mit römisch? Nee, da ist ein Buckel drin. Kann ich. Ja, ein bisschen rein. Also das, also. Hä, warum ist die denn von da viel länger? Ja, mach die mal. Mach die jetzt mal ein bisschen rein. Zieh mal die Nase ein, du. Oh. Ich hab die, glaube ich, nur verbogen. Okay. Umfang. Hä, aber das sieht ja blöd aus. Chat, wie habe ich meinen Charakter so hübsch gekriegt? Ich glaube, ich nehme anderen. Ich nehme doch ein Ja abbrechen, okay. Ey, die sieht aus wie die, also die Bits-Frau. Hallo, Niki Barbaro. Ich darf niemals als Schönheitsdoc arbeiten, weil ich sonst alle so schön mache. Ja, das finde ich auch. Hm. Wenn ich die jünger mache, könnte die ganz süß sein. Ach, ich glaube, ich nehme die da. Die hat am wenigsten Arbeit nötig, damit sie mir gefällt. Okay, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder rosig. Und dann die Nase. Das ist die hübsche Nase? Wie ist das die hübsche Nase gewesen? Oh mein Gott. Aber, ja, süß. Habe ich gut gemacht, oder? Und? Hallo, Erdphönix. Aber das da oben. Ja, vielleicht einmal Umfang noch mehr. Aber die Seiten. Hä, was passiert? Mousewheel. Mousewheel, da passiert nichts, ich schwöre. Aber die Seiten hier, ja, 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 nein. Nein. Oh, oh, oh. Nee, jetzt habe ich doch wieder, jetzt, sag mal, ich will die Seiten. Hä? Nee. Leute, ich weiß nicht, das macht irgendwie nicht, was ich will. Doch, jetzt macht's, was ich will. Jetzt macht's, was ich will. Alles gut. Okay. Ja, ich glaube. Chat, wie konnte ich damals meinen Charakter so hübsch machen? Irgendwie habe ich das Gefühl. Also es hapert schon an echt den kleinen Sachen. Ja, das muss weg.
Das ist aber auch vorspringend. Okay, da muss ich da draufklicken. Okay. Oh. Da muss man ja alles begradigen hier. Und das ist noch der wenige Aufwand, habe ich gesagt. Okay. Ah, drehen, okay. Ah, oh, oh, oh. Das ist eine Nase. Aber ich will so eine stupsige. So wenigstens ein bisschen stupsig. Dafür aber kleiner, ja. Okay. Wie lange ich für die gebraucht habe. Ja, ich mag sowas ja auch sehr gerne. Aber ich gebe mir im Streamer mal ein bisschen, also ich versuche mal ein bisschen schneller zu werden. Weil ich weiß, dass Leute das nicht so gern mögen. Also das, nee, abbrechen. Oh, abbrechen. Das kann ich tatsächlich nicht ändern, okay. Aber die Augen. Die Augen. Okay. Vorspringend. Ich stehe scheinbar vorspringend. Müde. Nee. Besorgt. Stechend. Angespannt. Durchtrieben. Nee. Die sieht so bitchig aus. Was auch nicht. Wie bei Sims. Bei Sims habe ich echt nicht lange gebraucht. Da habe ich, also habe ich ganz schnell habe ich alles gemacht. Irgendwie. Ich bin wach. Ich bin wach. So guckt die ein bisschen. Na, sind wir richtig. Gott, Donny. Oh, nee, bitte nicht. Da stehe ich nicht so drauf. Die sieht ein bisschen psycho aus. Ich weiß auch nicht. Also jetzt sieht sie aus wie die Schauspielerin der Hauptperson. Entschuldigung. Ich weiß nicht, irgendwie kriege ich die nicht hübsch. Warte, drehen. Ja, wow, schon viel besser. Oh, ja, warte, vielleicht sollte ich es dann aber auch übernehmen. Schon viel besser jetzt. Jetzt ist sie hübsch. Hat irgendwie so große Augen. Ja, in manchen Szenen sieht es wirklich richtig, also aus, als hätte sie den Disney-Filter drauf. So. Oh, ich weiß auch nicht. Durchschnittlich. Nee, durchschnittlich sehe ich mich nicht. Ja, vorspringt ist immer noch gut. Feixend. Irgendwie ist sie hübsch. Sie sieht zwar ein bisschen aus, als ob sie dich nachts, also wenn du im Bett liegst, absticht. Aber irgendwie ist sie ganz süß. Aber sie sieht schon ein bisschen aus wie die Psycho-Ehefrau, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, ich mag die Psycho-Ehefrau. Ich finde die eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ja. Nee. Ich würde die gerne so ein bisschen... Oh ja, ja, genau. Ja, das irgendwie ist ein bisschen weit... Ich glaube, ich muss den. Wartet. Den Umfang ein bisschen kleiner machen. Ja, so ein kleines Modi. Hä, warum sieht das hier so komisch aus? Da an den Seiten. Ja, jetzt sieht's gut aus. Was sagt ihr? Erstmal nein, das lass mich verrückt.
Ja, würdet ihr sie daten schon, oder? Eigentlich müsste eins ja jünger aussehen als zwei, aber ich finde, also die sieht. Zwei hat einfach ein bisschen mehr Hautunreinheiten hier. Aber ich finde, sie sieht irgendwie schöner aus, so stimmiger. Müssen wir vielleicht hier. Ja, ein bisschen mehr. Ki ja, besser. Aber nicht ganz so. Warte, vielleicht müssen wir hier oben dann auch noch ein bisschen. Jetzt. Nein, nicht da. Ja, das passt schon. Und jetzt hier. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen speckiger auf die. Also auf die Dinge und so. Vielleicht aber dann das wieder ein bisschen. Irgendwas stört mich auch noch am Kinn. Das kann ich nicht ändern. Okay, dann machen wir es einfach kleiner. Oder. Nee. Irgendwie sieht die jetzt unproportioniert aus. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Nee, hä? Wieder zurück? Ich kann es nicht mehr zurück. Hä? Nach unten, Mausrad geht nicht. Es geht nur nach vorne. Kannst du bitte nicht meinen Charakter ankotzen? Danke. Ich habe einen schönen Charakter gemacht. Das ist sehr unhöflich meinem Charakter gegenüber, ja? Kann man da? Hä, was macht hier Umfang? Weiß ich nicht. Hä, gegerbt, gerötet, zerfurcht, faltig. Okay. Ich weiß nicht. Also. Boah, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Die ist irgendwie. Also, der Charakter-Editor, der gibt mir nicht die Möglichkeiten, die ich mir wünschen würde. Ich glaube, ich krieg sie nicht besser hin, Leute. Also, die sieht halt so langweilig aus. Naja, gucken wir. Gibt's Gelb-Grün? Okay. Gut. Die hat eine gute Nacht gehabt, glaube ich. Hä, warum macht die Augen immer so? Und dann wieder hoch? Warum macht die das immer? Hallo, Minimal. Ihr seht das, was ich meine? Das. Nee, das ist eher so ein Bums-mich-Blick. Also Blutunterlaufen macht die Augen schön grün, weil wegen Kontrast, aber hellbraun, Haselnussgrün, hellgrün. Machen wir hellgrün. Okay, Extras. Nee, ich würde gern. Zählen Haare zu Gesicht? Haare zählen zu Gesicht, na also. S. Wir gehen nach ganz oben. Vielleicht müssen wir uns um ihre Stirn noch mal kurz kümmern gleich. Ich meine, Glatze kann sie tragen. Also das muss man da, also nicht jeder kann Glatze tragen. Aber vielleicht machen wir das mal kurz, damit wir die Stirn. Ja, ein bisschen so, aber dafür dann rein vielleicht. Können wir vielleicht. Ich kann nicht so viel, leider. Warte, kann ich. Oh, die Augenbrauen haben wir auch noch nicht. Kann ich vielleicht alles nach oben schieben? Oh, jetzt sieht sie so lieb aus. Oh, jetzt macht sie mir Angst, weil sie so nett ist. Wenn wir alles abbrechen. Kannst du bitte deine Augen offen lassen? Hör auf, so zu gucken!
Strukturiert? Wo ist denn da was strukturiert? Erstmal cool, also cool wieder. Seit einer Stunde, du kannst ja gar nicht so viel machen. Also, nee, 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 so lang sind wir da nicht. Du kannst da wirklich nicht so viel machen, leider. Also, Farbe haben wir alles. Kann ich eigentlich, also, warte mal. Nee, okay, schade. Ich dachte, ich könnte so eine rote Stirn machen oder so. Okay. Wieso kann sie jede Frisur tragen, wo ich sagen würde, echt nicht damenhaft. Hä, wieso kann die alles tragen, Leute? Das wird dauern. Warum? Wir sind fertig. Was habt ihr? Also wir sind, hä? Chat, sind wir lang im Editor? Wir sind doch echt schnell, oder? Strafverteidigerin. Hm. Ziemlich sexy. Ich weiß nicht, es ist jetzt nicht so das, was ich als sexy bezeichnen würde, aber gut. Ich habe vergessen, dass Frisuren bei Fallout echt schwierig sind. Warte, ich guck gleich. Ich muss hier nur mal... Ja, wahrscheinlich mache ich wieder die typische Frisur, die jeder macht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube... Oh, Abendfrisur oder elegant? Ja, vielleicht. Oder das. Na so. So, Farbe. Hä? Wisst ihr, wie sie aussieht? Wie die Blonde in der Serie, oder? Also 1 zu 1, oder? Die sieht zu gut. Hä, ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh ja, gebleicht. Also ich finde halt, das sieht eher aus wie Silber, als Silber aussieht. Das sieht, also weiß ich nicht. Nein, wir machen keine bunten Haare, Leute. Wir machen keine bunten Haare. We get you. Ja, wir machen bunte Haare, habe ich gesagt. Dankeschön, wenn du mir für noch eins abgibst. Und zwar an Lara Mali. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Du Übertreiber. Mühe gegeben. Ja, ist echt schwer. Also Fallout, typische Charaktere, war schon immer sehr schwer. Aber hier finde ich es noch schlimm. Oh, noch schlimm. Hier finde ich es noch schlimm. Okay, Extras. Make-up. Okay, let's go. Ja, Rouge 3. Hä, Rouge 3? Hä, warum macht die jetzt immer weg? Ach so, annehmen. Anwenden. So, jetzt. Lip Liner. Lip Gloss. Ja. Matte Lippen. Nee, ich will Lip Gloss. Wir machen so eine kleine... Kleine Party Queen machen wir. Das ist ein bisschen viel, ne? Okay, gut. Das war nicht viel. Ich nehme was zurück. Können wir entfernen? Ah, ja. Okay. Wir gehen natürlich auf eine Party, weil wir haben auch elegante Haare. Ja, vielleicht sollte ich lieber das nehmen. Ja. Lidstrich unten. Eigentlich bin ich nicht so Fan davon. Chat, ich kann gerade nicht. Ich muss meinen Charakter hübsch machen jetzt. Das finde ich schön. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich liebe so überschminkt. Aber vielleicht machen wir nicht ganz so. Kann ich da auch noch Farbe? Ah, Farbe. Können wir da vielleicht... Ja, wartet. Vielleicht so ein Rosa. Kriegen wir so ein richtiges Rosa? So ein richtiges Rosa?
Nee. So ein richtiges Rosa. Sonst nehme ich vielleicht das Rot. Das pinkische Rot. Aber es ist ein bisschen viel, ne? Naja, wir gucken erstmal. Okay, das sieht eher aus wie Augenringe. Ja, ist schon okay. Okay. Ach so, Lipgloss. Oh, Lippenstift. Warte mal. Wieso kann ich hier kein... Okay, ich muss einen Lippenstift nehmen. Weil sonst haben wir gar keine Farbe. Okay. Also die Lippen würde ich ihr jetzt ungern auch noch so knallig machen. Das passt halt sehr gut zu den Haaren. Wegen Rucksack? Es gibt einen Rucksack? Wo gibt's einen Rucksack? Warte, gibt's Drops? und hallo, Elf. Okay. Dankeschön, wenn du mir für noch einen Zapf gibst. Und zwar an Great Cornulio. Dankeschön, Dankeschön. Musst du deinen Stream schauen? Verdammte Kacke. Oh na. Ich krieg das gleich hin, wartet. Oh nein. Wartet, ich mach mal alles weg. Nein. Okay, alles gut. Alles gut, ich krieg das gleich wieder hin. Eyeliner, nein. Lidstrich 1, ja. Habe ich den dazu genommen oder hatte ich den dann gelöscht? Nee, ich hatte den 1er. Aber hatte ich den dann überhaupt? Ist egal. Den 6er hatte ich, glaube ich. Ja, den 6er hatte ich. Den hatte ich. Hatte ich den jetzt nur gefärbt? Nee, den hatte ich nicht gefärbt. Den hatte ich nicht. Den da hatte ich. Aber will ich den überhaupt so krass? Kann ich den nicht ein bisschen wegmachen? Ist doch schon wieder fertig, oder? Oder? Okay. Okay, wusste ich nicht. Dankeschön, Minimal, für die 5 Subgifts nochmal. Minimal, was übertreibst du denn so? Dankeschön für Subgift an Alucard Jerry, an In Odin. Nein, nicht Odin. Nee, nee, bei Final Fantasy 7. In Odin We Trust Forever. An Dark Snow Jesse, an Apollon und an Jojo. Dankeschön, Minimal. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wirklich, vielen, vielen Dank. Okay. Annehmen. Aber vielleicht sollte ich vielleicht trotzdem den auch noch... Ich nehme den auch noch dazu. So ist süß sie, glaube ich. Okay, male. Ich will erstmal alles weg haben. Ich glaube, ich nehme gar nichts. Ich glaube, ich brauche da gar nichts. Marke. Lippenfarbe, Marke. Oh. Nee, das will ich nicht. Nein, ich will auch... Nein, nein, kein Ausschlag, nix. Ich will... Nein, auch keine Zysten. Eingefallene Wangen will ich auch nicht, will gar nichts. Eine rote Nase. Nein, wir haben ausnahmsweise keinen Schnupfen. Oh mein Gott. Man sieht auf mein Lächeln. Nein, 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 ich kann dir das nicht antun. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dir irgendwas Hässliches zu verpassen. Du bist aus dem Vault. Dir hat niemand irgendwas getan. Du bist nicht aus Vault. Oh mein Gott. Du bist nicht aus Vault 4. Nein. Dankeschön, Lörker, fürs Subgift an John Nada. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schmutz. Also, jetzt versteht mich nicht falsch, ja? Aber so Dreck im Gesicht macht irgendwie jeden attraktiver, kann das sein? Dankeschön, Simi, für die 100 Bits. Dankeschön. Wenn alle hier so übertreiben. Aber wir waren ja noch nicht im Schmutz. Wir sind gerade eine Vault-Bewohnerin. Uns geht's gut. Ich glaube, wir gehen groß. Ah, dick ist groß, okay. Was passt denn zu? Also nicht so viel Muskeln. Kannst du dich drehen? Ich muss auch, also die andere.
Kann ich vielleicht ein bisschen Brüste größer? Ja, so vielleicht. Frisch raus und später dreckig. Oh, danke schön, meine Mal. Oh. Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. Danke schön für die lieben Worte, meine Mal. Danke schön. Vielen Dank. Und danke schön, Sebi, fürs Abkauf. Danke, Sigami. Danke schön, danke schön. So, fertig. Kann ich Luna trotzdem nehmen? Okay. Warte. Oh mein Gott, Hilfe, das hängt an der Maus. Können wir das einfach nicht? Have a great day. Ich finde, das sollte mit drauf. So, aber dann ein bisschen näher. Nee, ein bisschen weiter. Have a great day. Nee, oh nein. Ansicht rollen? Oh Gott. Okay, das ist Rollen. C. Klar, ich mache ein Bild von meinem Charakter, ohne ein Bild von meinem Charakter zu machen. Let's go. Ausdruck. Oh. Amüsiert. Wütend. Ja, da sehe ich mich. Also die Gesichts-OP ist vielleicht daneben gegangen. Vielleicht ein bisschen, okay. Mann, nein, Chat-Liebe. Mach Chat-Liebe. Das ist süß. Okay. Ich sehe nichts. Hä, das wäre lustig. Okay, das wäre lustig. Okay, Vault Boy vorm Vault Boy. Aber kannst du vielleicht in die Kamera gucken? Wartet. Ja, Filter. Oh Gott! Können wir einfach normal... ich will doch wieder zurück. Ich will doch wieder... Ich will... Da. Oh. Nee, none. Oh. Also so können wir mehr Platz haben. Wir können... Aber eigentlich brauchen wir den, oder? Eigentlich finde ich schon, dass das wichtig ist. Für nicht Immersion. So. Ja, aber ich muss doch... Warte mal. Ich muss... Warte. Das ist jetzt blöd. Wie kriege ich denn... ich gehe einfach ein Stück zurück, ja? Okay, machen wir das. Okay. T-Menü umschalten? Ach so. Okay, reicht. Oh. Für das Game, für das meinst du jetzt? Also für Fallout 76 meinst du? Warte, ich muss ganz kurz. Nee, wie geht das? Wie... Leute, wie komme ich ins Menü? Meine Maus ist zu schnell. AZ, da oben. Unter mir. Hättet ihr mir nicht sagen können. Tut mir leid. Steuerung. Warte. Und so. Nee. Sag mal, also jetzt aber. Wie kann ich das denn? Ah, so kann ich das schöner machen. Okay. Warte mal. So, jetzt. Besser. Muss hinter dir gucken, danke, danke. Nee, Pony Island? Na dann! Okay, wartet. Okay, willkommen bei Termlink von Robco Industries.
Einen frohen Rückeroberungstag. Heute ist es soweit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns. Also brechen wir auf. Die Aufseherin. Nuka Tapper? Was? Sie sind eingeladen. Alle. 22 Uhr bis Mitternacht. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offiziellen Vault-Tec-Partyhüte freigegeben. 10 Minuten vor Mitternacht wird die Aufseherin eine Rede halten und den Countdown durchführen. Wir wünschen viel Spaß. Oh. Warte, ich muss doch noch... Hallo Red Pepper, danke schön für den Resub und die 23 Monate. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön. Klar, gern Minimal. Gern. Also ich weiß halt nicht, also ich kenne meinen Chat da nicht, ob die da Bock drauf haben. Aber ansonsten gern. Hold space to pour, release to throw. Okay. Ah, da auch. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Hier, bitteschön. Okay. Jetzt hat er... Was? Okay, ja, klar, gar kein... Ich habe ja da genug Zeit, nicht wahr? Okay. Chat, wir spielen jetzt das Spiel. Muss ich das auffangen? Oh. Okay. Dann machen wir das doch gleich spontan. Wartet, wenn ich hier raus bin. Hä? Was? Ach so, welche nicht geschüttelt ist. Ach so. Nee, du bekommst nur eins. Quit Game, ja. Gut. Auswerfen. Das würde ich mitnehmen. Das ist mein Spiel jetzt. Ich will den Bonus haben. Wieso sind wir... Warum sind wir so gut? Du bist in guter Stimmung. Danke. Wie breche ich ab? Hä? Ah, jetzt. E. Und kann ich die Nachricht nicht anheften? Weiß ich nicht. Lurker-Kontos. Oh Gott, Hilfe, warum ist das jetzt so ein Plop-Plop? Okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das war, weil ich rausgehe. Ah. Hä? Was ist das für ein Plop-Plop? Warum macht das das? Können wir damit aufhören? Das Plop-Ploppt. Warum ploppt das so? Seht ihr das auch? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr. Das plopp plopp die ganze Zeit. Okay, wartet. Okay. Hm. Dann gucken wir mal. Pip-Boy-Konsole. Unser guter Pip-Boy. Ich bin übrigens so neidisch. Dankeschön, liebe fürs Abgeben. Du, Kichot. Ich bin so neidisch
auf Dalu, der hat diese Vault-Dings zugeschickt bekommen, wo so Mikrofonschwenkarme in dem Design und Mikro in dem Design und Stream Deck in dem Design. Boah, ich bin so neidisch. Effekt. Erhalte doppelt so viele P, weil ich... Oh. Okay. Habe ich Punkte? Ich weiß nicht mehr. Naja, egal. Wahrscheinlich nicht. Hä? Okay. Kann ich irgendwas hier machen? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, was neu ist. Also so gar nicht. Das ist 2018, wie gesagt. Okay. Ausschalten. Energie. Oh mein Gott, warum... Also ein Gabelstapler. Nein, aber ich könnte dafür einen haben, aber das ist der Pip-Boy. Das ist also nicht die Vault-Box. Die war okay, die war nur 5 Kilo schwer. Die trage ich dir. Hallo, du. Viel Spaß im Lurk. Öffnen. Jetzt geht's. Ist so cool. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Hallo? Hier spricht die Aufseherin. Heute ist endlich Ihr Rückeroberungstag. Sie können es sicher kaum erwarten, endlich die Welt da draußen zu erkunden. Das ist mein Zuhause. Ich will hier nicht fort. Wissen wir überhaupt irgendwas über die Welt da draußen? Wissen wir überhaupt irgendwas? Nein, absolut nichts. Sämtliche externen Sensoren sind seit der bedauerlichen Sache mit den Atomschlägen außer Betrieb. Ich kann mir gar nicht ausmalen, welche Veränderungen Ihre vielen Freunde nach all der Zeit in Appalachia bereits bewirkt haben mögen. Ist das der Pfarrer aus Black Mirror 3? Kann tatsächlich sein, ich bin mir nicht sicher. Aber apropos, ich habe Spy X Family mal kurz reingeguckt, während meine Gesichtsmaske gewirkt hat, was so 15 Minuten waren ungefähr, also in die erste Folge. Ich habe noch nicht mal die erste Folge vorbei, zu Ende. Ich kann das nicht. Darren ist Daddy von Spy X Family. Ich kann das nicht. Immer noch nichts von der Aufseherin. Nein, das wird sich nach all den Monaten auch nicht ändern. Außerdem ist sie ausgezogen, um Amerika zurückzuerobern. Es wird Zeit, dass sie ihrem Beispiel folgen. Aber das ist mein Zuhause. Ich will hier nicht fort. Es freut mich zu hören, welch gute Arbeit meine Wenigkeit und die anderen all diese Monate lang hier im Vault geleistet haben. Doch die Speisekammer ist leer. Es wird Zeit, dass sie umsetzen, was sie gelernt haben. Die Kioske enthalten Informationen, die ihnen nützlich sein dürften. Nur zu, los geht's. Herr, dem Roboter würde ich nie was tun. Gehen Sie einfach weiter. Ja, warte. Nehmen Sie sich unterwegs die guten Sachen mit. Allgemeine Untertitel, raus keine Ahnung. Aus den Federn. Ja, jetzt beruhig dich. Frühstück zum 100. Mal. Da soll ich raus. Da. Okay. Na dann etwas. So, gehen wir raus. Ich will auch so ein Rubi-Bobi. Ma'am. Ja. Der Rückeroberungstag ist nun schon so lange her, dass unsere Vorräte zur Neige gehen. Hast du mir gerade gesagt, dass ich zu viel gegessen habe? Wenn Sie nach draußen gehen, denken Sie daran, regelmäßig zu essen und zu trinken. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig eine gute Ernährung nach dem Krieg ist. Okay, danke. Wie viele hier einfach sind. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pip-Boy. Nicht vergessen, Ma'am. Nehmen Sie Radex, um
der Strahlenkrankheit vorzubeugen und Red Away, um sie zu heilen. Yes, Sir, Ma'am, Sir. Was die Infrastruktur in Appalachia angeht, ich schätze, es gibt keine. Dann gehen wir weiter. Mann, ich muss, also das Spiel starte ich aber gleich nochmal neu. Und dann haben wir 2K und dann hoffe ich, dass dieses Plop-Plop weg ist. Sie müssen alleine durch diese riesige Vault-Tür treten. Außer natürlich neben Ihnen befindet sich noch jemand. Was ich übrigens empfehle. Chat? Teamwork hat Amerika groß gemacht. Und mich erbaut, wenn man es genau nimmt. Nein, ich lasse den nicht liegen. Ich hole den gleich. Bevor ich durch die Tür gehe, tatsächlich. Brauchen Sie eine Kochstation? Nutzen Sie Ihr Camp. Ein neues Haus? Ihr Camp. Kleine Luxusgüter. Ihr Camp. Ein Schlachtschiff. Oh, naja, das nicht. Sehen Sie das Camp als Ihr zweites Zuhause an. Oder, naja, einfach nur als Ihr Zuhause. So, wann sind wir da durch? Okay, wir holen jetzt doch das Zeug mal. Ich dachte, das schneller. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung. Wir sind im Camp schlafen. Also ich brauche eher ein Schlachtschiff. So, Leute. Oh Gott, das ist Geruckel. Kann ich hier speichern irgendwie? Nein, ne? Oh, wir müssen da jetzt leider durch. Wir müssen da jetzt leider wirklich durch. Warte, er hatte ja noch nichts. Nee, er hatte noch nichts. So. Dankeschön. Da draußen gibt es eine Menge Wasser. Wahrscheinlich fast alles verstrahlt. Das ist okay. Ja, ja, abkochen. Schon klar. Halten Sie sich stets mit Medikamenten eingedeckt. Und vergessen Sie nichts abzunehmen. Wie oft muss ich das jetzt nehmen? So, mein Partyhut. Vergessen Sie draußen nicht Ihre Manieren. Ich habe keine Manieren. Seien Sie jetzt bereit. Seien Sie Wartech. Ablegen. Okay, ich habe ihn eh drauf. Gut. Well, Mann, dieses Bubbel-Bubbel macht mich ganz kirre. Danke. So. Nicht vergessen, Anpassung ist wichtig. Wenn Ihre Rolle nicht funktioniert, versuchen Sie eine andere. Seien Sie kreativ. Bin ich Schauspieler oder was? Ein Stift, sehr gut. Ja gut, jetzt hätte ich auch, also... Da hätte ich jetzt auch noch weiter gekonnt. Okay. Chat. Wir gehen raus. Hey, jetzt wart doch mit dem Tor auf mich. Auf Wiedersehen. Aloha. Ciao. Arrivederci. Au revoir. Goodbye. Vaya con Dios. Buen viaje. Danke. Hä? Hä? Warum sollte ich Stufe 20 machen? Warum beste Wahl? Ist das nicht von Rewe? Rewe beste Wahl? Rückeroberungstag, verlassen wohl 76. Chat. Also das gab's, also da bin ich mir sehr sicher, das gab's also damals noch nicht. Was nimmt man? Also, weil, also wenn hier beste Wahl steht, dann empfiehlt das Spiel das ja sogar. Habe ich hier irgendwelche Fallout 76 Leute, die also mir da also Rede und Antwort stehen können? Was sollte ich machen?
Also, aber da steht beste Wahl. Also wenn das nicht da stünde, dann würde ich instant da drauf drücken, aber... Auch konnte neuen DLCs und Quests. Also eher für den Wiedereinstieg. Also wenn man eh nur bis Level 3 gespielt hat, dann kann man auch hier, richtig? Na komm, lasst uns unerfahren machen. Oh Gott! Erste-Hilfe-Skill-Karte. Starte mit einer Gab es diese Karten schon? An die erinnere ich mich nicht, wenn dann. Ich starte mit einer Erste-Hilfe-Skill-Karte. Stimpaks heilen plus 15% mehr Gesundheit. Ich starte mit einer Revolver-Held-Skill-Karte. Gewährt deinen Pistolen einen Schadensbonus von. Cool? Von. Starte mit einer Action-Bewohner-Skill-Karte. Gewährt plus 15% Aktionspunkte-Regeneration. Starte mit einer Inspirierend-Skill-Karte. Gewährt plus 5% EP, wenn du dich mit anderen Vault-Bewohnern. Danke. Start mit einer Schlägerskillkarte, gewährt deinen Zweihandwaffen einen Schadensbonus von. Also ich würde jetzt entweder auf Revolverheld oder Erste Hilfe gehen. Heilen oder Schaden machen. Ich meine, wenn ich. Also. Ich bin immer Healer. Ne? Deswegen. Bin ich immer automatisch zu sowas gezogen, ja. Aber eigentlich macht es mehr Sinn, mehr Damage zu machen. Das heißt, Gegner sterben schneller. Das heißt, die können dich weniger angreifen. Das heißt, du brauchst das weniger. Deswegen machen wir das. Okay. Uiuiui. Gott, ich lasse für dich das Licht an. Oh mein Gott, das habe ich. Das hat so lange gebraucht, Sevi. Oh. Alles gut. Ich bin nicht überfordert gerade. Das. Alles gut. Alles gut. Ja, ich bin ja schon fast Stufe 3. Wie lange habe ich gespielt? 5 Minuten? Oh, man. Diese jungen Damen da unten. Wirken außerordentlich lebendig. Tani, beruhig dich. Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen. Aber vielleicht könnten Sie mit ihnen reden, ihre zivilen Absichten verifizieren? Ich sehe nicht mal junge Damen. Hast du die Aufseherin gesehen? Nun ja, aber es ist eine Weile her. Aber sie war eine einfallsreiche Frau. Es geht ihr sicher gut. Was war hier draußen los? Bis vor kurzem war es außerordentlich friedlich hier. Ich blieb auf meinem Posten, begrüßte Nachzügler aus dem Vault und ergötzte mich an der natürlichen Pracht von Appalachia. Aber kürzlich scheinen Menschen nach Appalachia zurückgekehrt zu sein. Diese zwei und noch mehr von der Nicht-Vault-Sorte, meine ich. Ah. Alles höchst beunruhigend. Ja, ja. Wer weiß, was sie im Schilde führen. Denkst du, sie führen was im Schilde? Ich halte hier bereits lange genug Wache, um zu wissen, dass die Leute außerhalb des Vaults nicht immer die besten Absichten haben. Ich sage es nicht gern, aber es ist so. Hast du eine Ahnung, was die beiden hier oben machen? Nur, dass sie wohl persönliches Interesse daran haben, den Vault zu betreten. Eine wirkte verstört, als ich sagte, dass dies unmöglich sei. Aber ich bin nicht sicher, ob sie mir geglaubt hat. Ja, dann gehe ich mal, ne? Tschüss. Passen Sie auf sich auf, Ma'am. Kommst du mit mir mit? Isela und Lacey, okay. Boah, aber wie schön das bitte ist. Das Plop-Plop macht immer noch, aber nicht mehr so schlimm wie im Vault. Warum? Es muss doch einen Weg da reingeben. Vielleicht. Oh, ein Vaultbewohner?
Ja, was denn? Wow, wow, ganz ruhig. Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen. Du kommst aus dem Vault, oder? Ich dachte, der wäre leer. Moment, ist die Tür noch offen? Die Tür ist fest verschlossen, da kommt niemand rein. Wahrscheinlich ist jetzt alles leer, ich glaube, da ist niemand mehr drin. Welches Interesse habt ihr an Vault 76? Dankeschön, Ikday. Dankeschön. Und Hallihallo. Meine Partnerin und ich müssen in diesen Vault. Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt. Das ist eine neue Bar da unten an der Straße. So ein Kerl hat erzählt... Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast? Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault, du weißt schon, das große Ding liegen soll. Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden. Oh ja, das große Ding ist da drin. Erzähl mir mehr über die Bar. Das Wayward ist ein Stück Zivilisation in der Region. Da gibt's Leute und Alkohol. Oh, ist eine gute Anlaufstelle, um Infos zu kriegen. Wovon redest du? Du weißt schon. Das Ding, wegen dem alle zurück sind. Der Schatz. Der Schatz, warum soll ich die ganze Zeit lügen? Ah, ich glaube, da hast du ein paar Fehlinformationen. Aber ich habe es dir gesagt, Lacey. Der Typ hat uns betrogen. Aber vielleicht bin ich der Schatz. Das waren unsere letzten Kronkorken. Ich war doch die Letzte, oder? Irgendwer muss ja was wissen. Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben. Wunderbar. Danke, dass du uns ein paar Antworten gegeben hast. Ist nur fair, dass ich mich revanchiere. Hast du irgendwelche Fragen? Warum bist du so leise? Du hast nicht zufällig eine Waffe übrig? Die haben dich ohne eine Waffe losgeschickt? Ich hatte eine in der Hand. Unbewaffnet wäre das eine kurze Reise. Hier. Ich habe eine Machete bekommen. Was kannst du mir noch über diesen Schatz erzählen? Ich sag dir gern, was ich weiß. Ist nur nicht viel. Vor kurzem hat jemand per Funk gemeldet, dass in Appalachia ein Schatz vergraben ist. Wir wissen nicht was und wir wissen nicht genau wo. Aber die Leute sind so verzweifelt, dass jetzt quasi jeder, der ein Funkgerät hat, versucht, ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Der Schatz ist ein Kuchen. Die Monster schrecken niemanden ab. So ein Typ, den wir im Wayward getroffen haben, Carter, der hat uns ein paar Hinweise gegeben. Im Austausch gegen unser ganzes Geld. Jetzt müssen wir das Beste draus machen. Und was kannst du mir über das Gebiet erzählen? Über Appalachia? Außer, dass es ein Friedhof ist? So viel dazu. Wir sind ja noch nicht lange hier, aber nach allem, was wir so gehört haben... Das Gebiet hat's echt übel erwischt. Kurz danach sind diese Dinger aufgetaucht. Die Verbrannten. Die sind erbarmungslos. Haben wohl alle ausgelöscht, die die Bomben überlebt hatten. Und ohne Menschen ist dann alles außer Kontrolle geraten. Man könnte fast sagen, dass das erste Mal ist. Also ich habe einmal, weiß ich nicht, 2 Stunden oder so wahrscheinlich gespielt. Und das war 2018. Also man könnte sagen, es ist das erste Mal. Wie ist die Welt da draußen so? Wir sind beide aus Virginia. Naja, was davon übrig ist. In die Richtung brodelt es ziemlich. Und die wenigen bewohnbaren Flecken... Die wurden schnell geplündert. Ich meine, Appalachia ist echt gefährlich. Aber immer noch besser als das, wo wir herkommen. War noch jemand aus dem Vault da? Eine Aufseherin? Falls uns deine Aufseherin begegnet ist, hat sie sich nicht vorgestellt. Tut mir leid. Frag doch mal im Wayward. Ich habe den Eindruck, die halten sich für natürliche Blickfänger. Also zu meiner Zeit gab es noch keine Charaktere im Spiel. Sei vorsichtig da draußen. Nimm dich in Acht vor Fremden. Nicht alle sind so freundlich gesinnt wie wir. Oh Gott. Extrem. Ja, habe ich auch schon gehört. Deswegen wollte ich unbedingt nochmal reingucken. Jetzt vor allem halt, weil die Serie... Und na, ich wollte unbedingt Fallout spielen. Nach der Serie. Oh. Ja, meine Rußblume. Kenne ich aus Fallout 4 noch.
Also, da kann ich jetzt nur sagen, viel Spaß, Leute. Ich kenne die Steuerung noch gar nicht. Hallo, kommst du jetzt mal? Danke. Also, okay, Y ist springen. B ist Pip-Boy. Oh, schön. Das ist eine coolere Ansicht tatsächlich. Also ich finde zwar klar, cooler, dass so geht, aber... Dirigent von Äthiopien. Lasst euch von... Don't miss the automotive event of the year. That's right. It's time for the Halloween Night Demolition Derby. Right here at the Tyler County Dirt Track. With Leute. Daniels on the track. Wieso ich plus zwei? Also warum noch zwei und dann plus dazwischen? Daneben? Was ist daran grell? Magenta, lila, purple, das ist rosa. Was ist daran grell? Das ist einfach nur genauso rosa, wie diese Strähnen rosa sind. Und zwar 1:1. Oh, ich will doch jetzt nicht mit Controller spielen, Leute. Wie kann, was ist denn das, also... Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich jetzt? Einfach die Maus nicht mehr bewegen? Ist das da ein Spieler? Der bewegt sich nicht wie ein normaler Mensch. Es liegt auch nicht an der Hardware. Schwacher will da gut. Oh, der bewegt sich doch. Also der. Hä? Hä, wo ist er denn? Oh. Vielleicht sollte ich doch wieder mit Controller. Oh. Leute, ich kann so nicht spielen. Das soll rosa sein. Für mich ist das nicht rosa. Es wurde ein bekannter. Okay, und was, wie fixt man das? Wie fixt man das? Haben die da was? Ich kann fliegen. Okay, danke. Okay, oh mein Gott. Keine Blumen mehr pflücken, da wird einem ja schlecht dabei. Rhododendronblüte. Okay. Okay. Nee. Okay, gut. Nee, stopp. Okay. Stopp. Also, hä, wo ist die Bäre? Das geht seit einem Update nicht mehr. Ah ja.
Wirklich jetzt? Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll mit Controller und mir, aber hey, wir versuchen es, ja? Es kann nur sein, dass ich irgendwann, also, sage, nee, gar keinen Bock mehr. Wie schlage ich denn zu? Mhm. Das RB ist, weiß ich nicht. Ich bin gleich Fallout 4. Leasing zu aktivieren und dafür im Spiel die FPS-Limit zu deaktivieren. Nämlich Claire de Lune! Twilight! Also ich bin mir jetzt nicht sicher, was DMCA dazu sagt. Aber ich würde vielleicht... Come join us at Watoga High School on Saturday, November 6th to see Watoga High Drama perform Armor Ace and the Power Patrol, the musical. Bring the whole family to come see the... Also wartet mal, wie ist die Steuerung, ne? Okay, ich will dahin, ja? Nee, das ist... Das ist ein Team. Ich will genau in die andere Richtung. Okay, querbeet. Ich spiel was anderes. Ja, scheinbar ist das. Spiel mit Controller, das Spiel was anderes. Okay. Ist ja gar kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Was soll schon passieren? Also, außer dass ich komplett auf die Nase bekomme, weil ich die Stimme nicht kann. So. Mein Quest nicht. Nee, nee, das ist nur das Menü. Okay, wenn wir jetzt hier weitergehen, dann kommt da ein Weg und dem folgen wir nach links. Ich weiß nicht, wie es hier mit Fallschaden aussieht, aber ich würde es jetzt nicht mal drauf ankommen lassen. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Ist da jemand? Was? Was? Nur du und deine Teammitglieder können sich hier aufhalten. Freunde und Fremde können hier nicht eintreten. Trifft wichtige Story-Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben. In eigenen Instanzen wird selten automatisch gespeichert. Stell vorm Verlassen des Bereichs sicher, dass dein Questfortschritt gespeichert wurde. Hä? Ich wollte nicht rein! Ich glaube, ich bin hier nicht richtig. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Wisst ihr, was ein Grund für mich bei Fallout 76 war, dass ich das nicht weiterspielen wollte? Wieso ruckelt das jetzt bei euch so oder ist das nur die Vorschau wieder bei mir? Der gezwungene Multiplayer-Modus, und ich finde immer noch, dass das als gezwungen gilt, weil ich die Subscription bräuchte, um das, also um privat zu machen. Und ich bin ganz ehrlich, ein Kultist? Warum treffe ich denn nicht?
Ah, er trifft auch nicht, na dann. Wenn du mir was per Discord schickst, hilft mir das gerade gar nicht, Dominik. Weil ich kann hier nicht raus. Nee, der Kult des Mottenmanns. Wo ist denn der Typ, der hier schießt? Hallo? Wo bist du? Ach, da hinten. Habe ich irgendwas an Waffen? Impro-Pistole? Ich habe das Gefühl, das Impro-Gewehr. Ist er das? Ach, keine Ahnung. Wir gehen jetzt woanders hin. Wir gehen jetzt da runter. Und dann gucken wir, ob wir ihn von hier aus also treffen. Hä, was mache ich? Oh Gott. Okay, können wir kurz, also das Radio, das nervt ein bisschen gerade. Du hättest das Heimgeland niemals betreten dürfen. Asbest. Wartet. Ich muss kurz. Repetitierpistole, die habe ich nie benutzt, ne? Entschuldigung. Gegner, wo seid ihr denn? Naja, gut. Dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Entsperren. Wie mache ich das? Ach so, ah. Also ich meine, das grundsätzliche Entsperren ja, aber die Steuerung gerade. Okay, warte, ein bisschen zurück. Okay. Nur der Beste, das will. Event sollte man mit anderen spielen. Ich bin allein. Ich muss die so spielen. Ich kann Simpack verdünnt machen. Ne, lassen wir mal. Ja, B. Weg. Danke. Ich bin überfordert. Ich bin sehr überfordert gerade. Aber ist gar kein Problem. Weil die töten wir einfach alle. Wie? Was? Nein. Nein. Ja. Weg. Wie kann ich denn schnell? Wie kann ich denn schnell Stimpak benutzen? Okay, Charisma ist eine Fähigkeit, andere zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir Skills mit höheren Punktzahl zu teilen. Außerdem wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise beim Handeln aus. Intelligenz, allgemeine geistige Kapazität, bestimmt die Fähigkeit, Terminal zu hacken und im Zustand. Ja, lass mal Intelligenz nehmen. Ein Steuerkreuz nach oben. Ja, gut, perfekt, danke. Okay, und so machen. Okay, sehr gut. Okay, danke. Wie man das dann verwendet, weiß ich noch nicht, aber hey, das kriege ich raus. Ich brauche es ja noch nicht, nicht wahr? Was ist das? Eine Nudelschale, danke schön. Danke für die Nudelschale, die nehme ich gern mit.
Wo sind denn die anderen? Hallo? Nee. Also wenn du das fragen musst, dann bist du nicht würdig. Warte kurz, ich muss nichts machen. Okay, danke. Klebeband nehme ich mit. Klebeband war immer sehr wichtig. Ich nehme alles mit. Provisorische Batterie. Ich habe Black Mirror gespielt. Ich nehme natürlich Flansch. Er ist unser Hirte und führt uns durch die Finsternis zum göttlichen Licht. Oh, warte, das war... Ich habe nicht nachgeladen gehabt. Hä, was machst du da? Hä? Ah, jetzt. Das ist... Okay. Würdiger Tod. Ist Dimpack? Nee. Hä? Und jetzt? Wie nehme ich es jetzt? Auswählen? Ah, jetzt, okay. Oh Gott. Okay. Jetzt. Okay. Also Controller ist also für mich ganz schwierig. Also wirklich ganz schwierig. Hallo? Also was für mich noch schwieriger ist, ist übrigens Orientierung. Kam ich hierher? Nee, da kam ich nicht her. Wartet, was ist das? Besuche das Wayward. Das ist ein anderer Ausgang. Hä, wo bin ich denn jetzt? Leguanbissen, ja! Eine Mutabe. Was? Hä? Was ist... Hä? Was ist gerade passiert? Irgendwas hat geschossen, aber ich weiß nicht was. Ich gehe wieder raus. Wir gehen lieber nach Wayward. Oder wie es heißt. Ah, Stolperdraht. Ah, okay, habe ich nicht gesehen. Hilft dem Bürgermeister von Grafton. Was? Ich will erstmal nach Wayward. Oh mein Gott, was ist hier alles los? Sprich mit Lane. Wer ist Lane? Wer ist denn jetzt Lane? Mann, ich war doch schon da unten. Komische. Ja. Ganz seltsam. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Ich mache einfach Licht an. Mir will niemand was. Es sind bestimmt alle super lieb. Wo bin ich jetzt? Hä, ich war doch so schön. Ich war doch irgendwo... Wo war ich denn? Ich habe das Gefühl irgendwie, dass... Also ich laufe falsch. Ah, zu einer täglichen Questreihe, okay. Das ist bestimmt alles krass, wenn man da durchblickt und peilt, was da abgeht. Ja, bestimmt. So viele Leute zurück sind, oh. Wollen sie sich alle an Orten wie Foundation niederlassen. Darf ich da einfach rein? Entferne hochstufige Powerrüstungsteile, um dieses Powerrüstungsgestell zu verwenden. Wir einen Gründergeist, der uns... Hallo Leute, ich bin jetzt also... Scharfschützengewehr? Ich wette, du knippst die aus, bevor sie dich überhaupt bemerken. Aua. Sauber, das. Es hört nie auf. Irgendwie fühle ich mich eingequetscht ein. Ich fühle mich eingequetscht durch die... Ich bin so überfordert, Leute.
Aber gar kein Problem, ich habe jetzt eine Power Armor. Warum auch immer. Ja, ich dachte auch nicht. Oh. Oh nein. Ich hasse Bienenschwärme. Oh nein. Oh. Oh. Warum eigentlich bei Nacht Bienenschwärme? Ich glaube, es hackt. Okay. Leute. Ich ziehe gleich, aber ich muss erstmal hier weg.